Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir den Relaxo hier weggeschafft und mit der Pokéflöte sind wir hier durchgekommen. Deshalb gehen wir jetzt die Route 7 weiter und hoffen heute in der nächsten Stadt anzukommen. Oh, ein Zwischendialog. Hey, Zwergenfürst. Troveto Tomato meinte, er würde gern die Pokémon-Pension sehen. Gehen wir zusammen hin. Okay, Gruppenzwang. Verdammter Gruppenzwang. Hier kümmert man sich mit Freunden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es von Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir sowas wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpft dann irgendwann ein Pokémon daraus. Echt? Aus einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus. Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves. Da öffnen sich mir ja ganz neue Choreografiemöglichkeiten. Möchtest du welche hier lassen, Zwergenfürst? Warum nicht? Ich möchte mich nur auf einige wenige Pokémon konzentrieren. Ich probiere das wohl ein anderes Mal. So kann ich mir die Sache natürlich auch angehen. So kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt jedenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können für meine Tanztruppe. Der hat irgendwie eine Waffe. Hey, jetzt warte doch mal. Nicht so schnell, Chireno. Okay. Ich schalte mal den PC ein. Ja. 20, Level 13. Level 14, Level 13. Level 8, Level 12. Und das können wir. Das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen. Machen wir das. Nehmen wir mal Medici hier ab. Und tun das eben gefangene Relaxo dahin. Und die beiden können wir gleich abgeben. So, tschüss. Welchen PC möchtest du zugreifen? Niemanden. Niemandes PCs. Ich bin eine Pensionärin. Wir 10 Pokémon für dich auf. Na, sollen wir eins bei dir aufnehmen? Eins bei uns aufnehmen. Pokémon abgeben. Welches Pokémon sollen wir für dich aufziehen? Wer ist noch da? Ein Pokémon Diamant habe ich mal in der Pension mal eins abgegeben und dann nach der Top 4 mal wieder geholt. Das hat irgendwie, du wolltest irgendwie mein ganzes Geld haben. Okay. Fein, dann kümmern wir uns also ein Weilchen um deinen Trollkick. Trollkick. Zum Glück kann ich es jetzt abgeben. Ein zweites Pokémon. Sollen wir noch ein zweites für dich aufziehen? Ja, machen wir mal. Grammoklas. Das hat den Vorteil, dass man das nicht mit im Kampf mitschleppen muss, aber hat den Nachteil, dass die dem halt auch einige Attacken beibringen können, die halt nicht gefallen könnten. Aber ja,
nicht mein Kopf. Jo, jetzt ist das Team wieder ohne Schietung. Schietung. Okay. Ich habe ein neues Wort erfunden. Na, Let's Play Man. Wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es das Kampfschloss. Wenn ich doch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. Aha. Ich muss da jetzt rein. Ja, schade zumindest nicht. Kampfschloss. Kennen wir doch irgendwoher. Oh, hallo, Let's Play Ben. Darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Adelstitel? Wie bitte? Du hast keinen? Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Okay. Ich erkläre dir am besten erstmal, was es mit den Adelstiteln auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschloss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Viola, wer ist dieser junge Herr? Oh, er ist ja im Besitz des Krabbelwurms. Wie es aussieht, hast du sein Talent als Trainer anerkannt. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Wild Ois. Okay. Ach, daher kennen wir uns hier vom Krabbelorn. Vom ersten Orn. Oh, Let's Play Ben. Ein schöner Name. Ich verbürge mich für Let's Play Ben. Kannst du ihm nicht einen Adelstitel verleihen? Er ist ein starker Trainer und wird dem Kampfgeschloss bestimmt alle Ehre machen. Oh, also so ist das also. Na, schön, wenn du Let's Play Ben bewirkst. Wenn du für Let's Play Ben bewirkst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihm. Let's Play Ben, hiermit verleihe ich dir feierlich, oder sagen wir besser, hiermit verleihe ich euch feierlich den Titel Bau. Okay. Let's Play Ben hat den Adelstitel Baron von ihnen bekommen und heißt jetzt Zwergenfürst Baron. Jo! Kann man machen. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Zwergenfürst Baron. Baronen und Baronen sind die niedrigsten Ränge. Aber durch wiederholte Siege gegen andere Trainer könnt ihr einen ranghöheren Titel erwerben, zum Beispiel Fürst. Dies führt eventuell dazu, dass ihr das Interesse von Trainern höheren Ranges weckt, die sich dann in der Hoffnung, euch herauszufordern, einfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun denn, Let's Play Ben und Viola, ich empfehle mich auf Wiedersehen. Die sagt noch was. Ja klar. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Adelstitel zu verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei Gelegenheit gegen dich kämpfen zu dürfen. Na klar doch. Gut, raus hier. Raus aus der Anstalt. Oh nein. Ein Kampf? Nicht schon wieder. Wenn es euch nicht ausmacht, würde ich gerne mit euch zusammen einen Kampf austragen. Mal sehen, wie machen wir das am besten? Tireno und Strobeito kämpfen zusammen gegen Zwergfürst und mich. Ja, was passiert wohl, wenn ich nein drücke? Dann darf man dreimal raten.
Zwergenfürst. Wir dürften ein gutes Team abgeben. Meinst du nicht auch? Immerhin sind wir Nachbarn. Ach, kacke. Pokémon-Trainer Tireno und Pokémon-Trainer Trevator möchten kämpfen. Kiscorps und Pikachu werden eingesetzt. Pikachu! Christoph! Jetzt bist du am Zug, Christoph. Jetzt mal schnell Blummer auf Pikachu ein. Ich hab gehört, das ist sehr effektiv. Wasser auf Elektro macht ja irgendwie. Aber auch Elektro auf Wasser, ja, wie man gerade sieht. Und dort hier. Christoph setzt Blummer ein. Ja, Christopher. Jo. Nicht sehr effektiv. Aquaknarre auf Pikachu. Krebskorps. Pikachu. Und das ist sehr effektiv. Krebskorps genau selbst. Eine tödliche Attacke ein. Justine, ich rufe dich in den Kampf. Vielleicht kannst du ja helfen. Windstoß auf. Pikachu. Das macht das Pikachu fertig. Oder nicht. Es Klammer ein. Und Thierry wurde besiegt. Justine setzt Windstoß ein. Okay. Das hat es nicht wirklich gebracht. Serena schickt auf. Am Fetzel. Fetzel. So, ja, Windstoß, nicht sehr effektiv, die Attacken von Justine. Ja, geh sterben. Mann, Justine, hast du ja, alles versaut, Mann. Jetzt müssen wir mal Jason holen. Jason. Ein Tickerchen. Und sie ist lecker einiger Decke. Nehmen wir mal die bankrotte Einkaufskette. Pikachu. Pikachu setzt Rückzugheben. Es ist nicht sehr effektiv. Fritze setzt Blubber ein. Das ist nicht sehr effektiv gegen Krebskorps. Oh, es steht da. Jason setzt Pleite Markkette ein. Bankrotte Markkette. Schlecker. Was soll Jason tun? Setzt nochmal Bankrotte Markkette ein. Flabby. Ich labere während Kämpfen immer scheiße, weil es, ja, es ist verdammt langweilig. Ich hasse Pokémon-Kämpfe, es ist, ja. Sie gehen mir gewaltig auf den Keks. Ich weiß, das Spiel besteht irgendwie daraus und lebt irgendwie damit und könnte nicht ohne leben, aber, naja, ich mag die Geschichtsteile mehr, also die Sachen außerhalb des Kampfes. Sagen wir nochmal Schlecker. Okay, was war das für eine Attacke? Egal. Es wurde besiegt. Flabby. Vielen Pokémon. Wow, alle Achtung. Das hatte es ja jetzt aber in sich. Was man im Pokédex nicht nachlesen kann, erfährt man dann hautnah im Kampf. Yeah. Let's Leben gewinnt 3000 Pokédollar. Weiter geht's, endlich. Scheiß Kampfsequenz überwunden.
Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach Petrovia. Das ist dann wohl die nächste Stadt. Machen wir das. Eine Höhle. Oh, ein Andenkenfoto. Ich stottere auch mal hier heute. Taktieren, wie kann ich dir behilflich sein? Ein Foto machen, bitte. Ist gut, dann wollen wir mal was. Lass uns einen passenden Hintergrund handeln und ein schönes Foto machen. Das kann man hier unten einstellen. Und scharf. Extrem scharf. Ranzoomen? Ne. Irgendwie nicht ranzoomen. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Lichthelligkeit. Und das ist heranzoomen und wegzoomen. So, machen wir das so. So, Andenkenfoto speichern. Foto wurde gespeichert. Ja, voll gar nicht. Gut, das ist was geworden. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Ja, machen wir mal. Wie viel möchtest du geben? 100. Du hast 100 Pokédollar Trinkgeld gegeben. Du bist das reinste Naturtalent. Wirklich richtig Foto geben. Ach, das hängt vom Geld ab. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Gut, aber in die Höhle. Die Joliden-Köhle. Wildes Pokémon erscheint. Ein wildes Sturmel erscheint. Los, Jason! Okay, Jason, das ist ein scheiß Name. Für ein Pokémon. Entschuldigung, nichts gegen dich, Jason, aber... Für ein Pokémon ist das schon, ja. Nicht so toll. Okay. Schlecker kann irgendwie nicht, bringt irgendwie nichts. Und er setzt auf Ruhe ein. Wieso kann ich nichts einsetzen? Ist der what the heck? Du wirst dann kommen. Ach, scheiß drauf, ist nur ein wildes Pokémon. Und weiter geht's. Ah, Pokémon Trainer. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Oh Mann, zu viele Kämpfe heute. Oh. Jason. Was soll Jason tun? Ich hoffe, dass Schlecker jetzt mal wirkt. Die bankrotte Marktkette. Jason setzt bankrotte Marktkette ein. Was soll Jason tun? Er soll weiter Schlecker einsetzen. Du kriegst das fertig. Oh, oh. Kein KP mehr. Das war ein Fehler. Nein. Wir hätten es noch raus. Und wer gewinnt? Picolines gegen Jason. Wer gewinnt? Ich habe keine Tränke mehr. So eine Beere wird nicht wirklich helfen, aber wir sind eine Beere. Ne. Ach, ich glaube. Flecker! Los, mach's fertig, Mann! Picolette wurde besiegt, aber es sind noch viele andere Pokémons. Pokémon. Die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon.
Was soll Jason und du? Ach, Mist, noch drei Pokémon. Es wird hier auch irgendwann mal langweilig. Das ist ja hier. Ah, und jetzt kann ich keine Attacke einsetzen. Hat keine Wirkung auf Gegner. Doch klar. Das auch noch. Krafthub. Decke. Das wird nicht wirklich. Wow. What the heck? Was war das? Decke. Wow. Das habe ich auch nie gesehen. Tackle sowas am besten. Jason wurde besiegt, Let's Play Banner halt. Hat kein kampffähiges Pokémon mehr und fällt in Ohnmacht, natürlich. Ein Junge fällt in Ohnmacht. Ja. Let's Play Banner halt zum nächsten Pokémon Center und beschützt sein erschöpftes Pokémon und besiegte Pokémon Team vor weiterem Schaden. Und ja, macht jetzt im Pokémon Center Schluss. Ja. Wir heilen jetzt mal das Pokémon Team. Alle vier. Wir hoffen, du kommst groß raus. Ja, hoffe ich auch. Jetzt machen wir aber erstmal hier im Pokémon Center. Oder vor dem Pokémon Center Schluss und ja. Ach du Kacke, wo sind wir? Oh nee, nicht hier. Bin ja ganz am Anfang. Nee, da ist die Route mit dem, ja, die Rivierpromenade. Aber ich mache jetzt hier diesen Part. Ich beende diesen Part und ja. Hoffe, euch hat der Part Pokémon Y gefallen und ja. Bis zum nächsten Mal und frohe Ostern euch noch. Ja. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Part fandet. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ja. Habt noch ein schönes Osterfest. Bis dann. Und wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Bis dahin. Frohe Ostern.